Yo, Leute, herzlich willkommen hier im NFT Crypto Games Channel. Heute geht es um eine Web 3.0 Sexual App. Sexen, Sex to Earn. Es wird spannend, deshalb unbedingt dranbleiben. Ihr wisst ja, heutzutage kann man mit allem verdienen. Walk to earn, move to earn, write to earn, listen to earn. Dazu bringe ich auch jetzt in den nächsten Tagen weitere Clips. Und Sex to earn ist jetzt auch endlich möglich mit der Sexen App. Es ist tatsächlich ein Sex to earn Konzept. Sexen ist designed, um zwei Dinge miteinander zu verbinden, die die Menschen am meisten lieben, nämlich Sex und Geld. Das Sex-to-Earn-Konzept baut auf zwei verschiedenen Tokens auf, den SOT-Token und den SST-Token. SOT steht für den Sex-Orgasm-Token und der SST-Token ist der Sexual-Stamina-Token. Man verdient diese beiden Tokens durch Sex. Jetzt wisst ihr auch, warum es in letzter Zeit so wenig Videos von mir gibt. Meine Frau und ich, wir sind... Nein, Spaß beiseite, Leute. Die App ist ja noch gar nicht am Start, die kommt erst raus. Ich gehe heute mit euch durch dieses spannende Projekt, das ich entdeckt habe. Ich bin in keiner Verbindung mit dem Projekt, das ist auch kein beauftragter Promo-Clip oder sonst was. Ich habe das Ding einfach entdeckt und fand es total spannend. Es gibt verschiedene Modes in der App, den Coitus-Mode, Masturbation-Mode oder auch den Sadism- und Masochism-Mode oder auch einen Super-Mode. Schauen wir uns gleich an im White Paper, wie soll das Ganze hier funktionieren. Einfach die Sex-App dann oder die Sexen-App runterladen über den Google Play Store mit einer Wallet registrieren, dann die Beta, die jetzt kommt, starten, also die Beta-Version der App, ein NFT kaufen, den Mode auswählen und dann loslegen. Dann Sex to Earn mäßig hier einfach verdienen durch eine App, Spaß haben, Tokens und Coins verdienen und dabei reich werden. Ja, richtig nice. Also wie gesagt, Sexen ist die App, SST ist der erste Token und SOT der zweite. Der SST ist der Governance Token und SOT der Application Token. Der hat auch einen Unlimited Supply. Und ja, kann man sich dann vorstellen, wenn es einen Unlimited Supply gibt, dann heißt das auch, dass der Preis natürlich über die Zeit immer weiter fallen wird. Aber das heißt, man kann ja dann einfach mehr Tokens verdienen. Dann muss man einfach mehr die App verwenden, sage ich einfach mal. Hier auch interessant, Vietnam und Chinese, die Buttons auch gleich verlinkt, also in anderen Sprachversionen am Start. Der Pink Sale. Pre-Sale ist mittlerweile abgeschlossen, da sind natürlich komplett 400 BNB reingegangen. Es gab ein Minimum-Buy von 0,1 BNB pro Wallet pro User. Maximum-Buy lag bei 1 BNB. Insgesamt gab es 430 Teilnehmer, die hier diese 400 BNB contributed haben. Und hier seht ihr auch nochmal, es ist tatsächlich die Beschreibung hier, die erste Web3 Sexual App, die das Sex-to-Earn-Konzept implementiert. Und außerdem, die wollen auch hier in den Social- und E-Commerce-Sektor vordringen. Und wir schauen uns jetzt auf jeden Fall noch das White Paper an. Wie gesagt, Wallet registrieren, Beta downloaden, NFT kaufen, Mode auswählen. So soll es ja funktionieren. Und jetzt schauen wir uns kurz die verschiedenen Modes an. Also es gibt für jeden Mode unterschiedliche Rewards. Hier für den Coitus Mode zum Beispiel 200 SOT, für den Masturbation Mode 100 SOT. Sadism, also der BDSM Mode, steht noch nicht fest, aber wird kalkuliert, je nach Zeit, NFT-Toys, ja, interessant. Und dann noch den Super-Mode. The ticket can be used to increase times for any other mode. Das Ganze ist auch so aufgebaut, also man braucht dann ein NFT. Wir schauen jetzt mal zum Beispiel hier in das Kondom-NFT rein und dafür gibt es dann immer 200 Tokens wahrscheinlich. A new condom will start from level 0 and can go up to level 100. Okay, also muss man natürlich abwarten, wie die App genau designt ist. Hier die Masturbation Toy Rewards. Also es gibt dann verschiedene Farben, verschiedene Rewards, verschiedene Levels.
BDSM-Toys, also alles als NFTs hier, Handschellen und solche Sachen, Nippelklemmen, Ballgag-Tails, Silk Rope Whip. Okay, dann gibt es außerdem noch ein Honeymoon-Ticket, damit kann man die Zeit verlängern, in der man dann die Tokens verdient. Schauen wir uns die Modes im Detail an. Hier zum Beispiel der Coitus-Mode. Also hier steckt wirklich so ein ausgeklügeltes System dahinter, weil man sieht zum Beispiel, man braucht den SST, also den Stamina-Token, um den SOT zu verdienen. Also wie im Real Life auch. Man braucht natürlich erstmal Stamina und Ausdauer, dann ist man sexuell aktiv und dann erreicht man den Orgasmus. Und genauso ist es hier mit den Coins aufgebaut. Erstmal durch Stamina, dann den SOT, den Sex Orgasm Token, verdienen. Und hier heißt es auch, alle 2 SST equals 1 Sex to Earn Moment in the Coitus Mode. Klingt jetzt ein bisschen unverständlich, müsste man einfach mal ausprobieren. You will stop earning tokens if you have run out of SST. Also wenn man keine SST mehr hat, dann hört man auf, SOT zu verdienen. Und man bekommt nach jedem abgeschlossenen Vorgang, so nenne ich es jetzt mal, 200 SOT. So, dann gibt es noch den Masturbation Mode. Man muss immer die NFTs, die muss man vorher über BNB noch kaufen. Also ihr müsst wirklich zuerst investieren. So ergibt sich hier auch ein Value natürlich für die Entwickler, für das Projekt. Man verkauft erstmal viele NFTs und die NFTs, die ihr dann gekauft habt über die Binance Smart Chain, also es ist ein BSC-Projekt hier, die ermöglichen es euch dann in der App quasi zu verdienen. Also das muss man verstehen. Und hier, je nachdem welchen Mode ihr ausgewählt habt, braucht ihr dann unterschiedlich viele SST-Tokens. Ihr seht jetzt hier zum Beispiel, braucht man nur einen SST-Token, um dann 100 SOT zu verdienen. Genau. So, dann gibt es noch den BDSM-Mode. Da sehen wir, es gibt noch keine Anzahl. Man braucht hier auch keine SST, aber man braucht 2 NFTs. Man braucht hier das Kondom-NFT und ein Corresponding BDSM-Toy-NFT. Kann auch hier so ein Color oder Leash sein, ein Halsband oder was auch immer halt, die da dann anbieten werden. Werden wir ja sehen. Ich kann ja nochmal einen Follow-up-Clip machen, wenn es euch interessiert. Schreibt es ruhig in die Kommentare. Vergesst auch nicht zu liken, Leute. Dann gibt es noch den Super-Mode. Okay, ich verlinke euch das Whitepaper unten. Könnt ihr euch selber mal durchlesen. Key Factors to Earn. Nicht die Länge. Nicht der Orgasmus selbst, sondern just the number of times, also wie oft. The threshold is very low, no standard. Okay, also dann bin ich auch mal gespannt, wie soll denn das messbar sein? Lässt sich das System cheaten? Kann man den Orgasmus vortäuschen und so gesehen dann Coins verdienen? Numbers of times limitation. Okay, ihr seht, das ist natürlich hier limitiert, einfach mit, je nachdem welches NFT man besitzt, hier Kondom-NFT, maximal 4-mal pro Woche. Masturbation Mode, das sind dann, wenn man dieses NFT besitzt, 8-mal pro Woche. BDSM NFT 14 Hours per Week, also 14 Stunden pro Toy NFT kann man sich dann aussuchen. Im Super Mode 15 oder 15 Mal in 3 Tagen. Den Token haben wir uns ja noch gar nicht angeschaut. Der Saxon, der SST-Token, der ist schon am Start, der ist auf dem Markt und ihr seht natürlich, nach dem Sale ist der hier erstmal kurz nach oben geschossen. Weil diejenigen, die über den Presale hier drin waren, die haben ja eine gute Menge bekommen. Wenn ich das jetzt hier richtig sehe, lag das bei 1 BNB 54.375. Das ist natürlich richtig nice, wenn wir uns das jetzt mal angucken. 54.000, ja, sind 300 Euro zum jetzigen Kurs, aber natürlich, ihr seht hier oben, da hat man halt schnell mal Gewinn gemacht mit einem BNB durch den Presale, deswegen haben alle hier verkauft, so. Aber das Ding läuft natürlich, wenn ihr euch den 7-Tages-Verlauf anschaut, dann seht ihr, dass sich da wieder einiges tut. Also es geht wirklich hin und her, hier von 0,0045 auf 0,0073, also extreme Steigerungen sind hier möglich, extreme Sprünge. Natürlich sind wir gerade in einem Bear Market, heute einige Kurse nochmal nach unten gegangen, aber ein interessantes Projekt. Ich bin gespannt, wie sich der Coin entwickelt, ich bin gespannt, wie sich die ganze App entwickelt.
Ich werde vermutlich nochmal darüber berichten in einem kurzen Follow-up-Clip. Leute, vergesst nicht zu liken. Ich wünsche euch jetzt schon mal ein schönes Wochenende. Haut rein!